Einmal Psychokinese macht er mir sofort tot. Oder Erdbeben. Reicht auch schon aus. Ah, wir waren so nah dran. Schade. Das war doof jetzt. Na gut, dann haben wir halt nicht überlebt. Oh, wir haben es überlebt. Krass. Hätte ich niemals gedacht, weil Bronzong auf Level 63 ist, ne? Muss man sich mal reinziehen. Ja, und es kann nicht mehr Top-Genesung einsetzen. Super. Oh, besiegt. Was kommt da jetzt in den Kampf? Simsala, oha. Wechseln auf ungespielt. Denn Simsala hat eine mega schnelle Initiative und es ist wirklich sehr stark vom Spezialangriff her, glaube ich. Genau, so war das. Wir werden es trotzdem mit Knirscher versuchen, weil Simsala eine sehr, sehr schlechte Verteidigung hat. Ach nee, es war nur die Spezialverteidigung, die so scheiße war. Schlecht für uns. Oh, oh. Nein. Ah, super, scheiß tot. Ich hab's ja gesagt. Edotrix. Ha. Du machst es hoffentlich irgendwie. So lange. Ein Beutel. Nee. Belieber. War die doch hier? Ach so, da sind sie. Belebe dich wieder. Autsch. Oh oh. Nein, 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 nein. Es stirbt einfach jeder hier. Es stirbt wirklich immer jeder gegen Simsala. Da können wir auch nichts machen. Also kommt jetzt sofort ungespielt. Und ungespielt wird auch sterben wahrscheinlich. Wegen Initiative und so, weil wir einfach schnell langsamer sind. Das ist das Problem. Wir werden wahrscheinlich jetzt sterben. Und Vogelstoß, das ist auch unser Tod. Wie sollen wir hier gewinnen? Es ist doch wieder scheiße. Es ist zu schnell für uns, ist das Problem, Iblali. Denn Iblali ist auch schnell und es kann auch Attacken, die stärker sind. Und wieder Beleber. Na super. So, komm, belebe dich wieder. Unsere Pokémon sind fast alle tot, aber gut. Oh, wie dumm das war, Energieball. Das ist die dümmste Attacke überhaupt, die sie jetzt einsetzen kann, aber okay. Und trotzdem ist es so stark, weil Angriff halt, der ist einfach mega gut. Ach komm schon, ich muss nochmal kurz ein Item einsetzen. Und zwar Hypertrank. Damit ungespielt wieder voller KP hat, weil er so nicht überleben würde. Und das ist das Doofe. Und es ist immer noch zu dumm, um irgendwie eine geile Attacke einzusetzen. Ach ja. Und Iblali stirbt jetzt auch, aber wir haben jetzt... Oh, doch nicht, gut. Dann werden wir jetzt zuerst mit Iblali angreifen und zwar mit... Rückkehr. Oh yeah. Und es ist trotzdem stärker. Wie kann das sein? Wie ist es denn so schnell? Also so schnell ist Simsala jetzt auch nicht, dass es irgendwie dreimal hintereinander angreift, aber wir werden Rückkehr. Rückkehr. Boah, krass. Wie stark das ist. Ich mache mal so oft Rückkehr, wie es geht. Ach, wir hätten es damit besiegen können. Wir sind so dumm. Nein. Och, Manu. Aber ungespielt überlebt, glaube ich, eine Attacke und dann können wir es machen. Komm schon, irgendwie. Eine Attacke überleben, dann schaffst du es ungespielt. Na komm. Knirscher. Ja, Energieball. Normale Effektivität, aber es ist halt sehr, sehr stark. Bitte überlebe es, bitte überlebe es, bitte überlebe es. Ja, überlebt. Und es muss auf jeden Fall tot sein. Es darf einfach nicht nochmal leben. Tot, gut. Alter, das kann doch nicht wahr sein hier. Und, ah, beide haben ein Level, beide haben ein paar AP bekommen. Girafarig ist gar nicht mal so stark, also das kann man in der Safari-Zone bei Pokémon zum Rakt fangen. Und auch Knirscher wird hier seine Sache tun. Hoffentlich, wenn es jetzt nicht umkommt.
Und tot. Das ist scheiße. Es ist einfach nur scheiße. Da war noch... Ach, scheiße, Alpladi ist auch tot. Gegen Psycho haben wir sonst aber gar nichts, ne? Nee, haben wir echt nicht. Scheiße. Ah, Mann, das ist so gefährlich hier. Doch, war richtig. Beleber. Auf. Ungespielt. Alle Pokémon sind von uns irgendwie schon tot, aber naja. Oha, Doppelschlag. Ja, es überlebt zwar schon, aber es ist trotzdem fast am Arsch. Ungespielt. Einfach mit Knirscher wegbashen. Hoffentlich klappt das überhaupt. Okay, Angriff wird gesenkt. Und Spukball ist stark und wird uns umbringen. Schon wieder. Nicht. Bitte mit Knirscher, mach irgendwie Schaden, irgendwie ganz viel. Und Doppelschlag bringt uns um. Scheiße. Was? Oh nein, wegen Doppel. Oh. Trotzdem tot. Wir schaffen hier einfach gar nichts mehr, ne? Ja, okay, das ist schon Trainer Nummer 4 von der Top 4. Wir haben die Top 4 ja schon fast weggebasht, wenn man das mal so sieht irgendwie. Die sind halt schon fast tot, deswegen werden jetzt auch so stark. Oh, noch ein Beleber. Scheiße, wir werden unsere Beleber alle los hier. Und unser Team ist schon fast geschlagen, ne? Nur mal so. Und es kann auch Knirscher. Und macht uns fertig. Na, klasse. Ungespielt. Tu deinen Job. Do your job. Please. Ich will hier nochmal restarten müssen. Das wäre super schlimm. Es ist so schnell immer. Es ist so gemein. Soll ich es machen? Soll ich es echt machen? Ach komm, was soll's. Ich mach's trotzdem jetzt. Hypertrank. Denn wir brauchen einfach die KP, um das ganze Ding hier zu besiegen. Okay. Da haben wir es. Jetzt kommt erstmal Spukball. Und Spukball wird schon stark sein. Aber wir werden nochmal eine Attacke reinbekommen gleich. Nämlich Doppelschlag wahrscheinlich. Die kommt nämlich jetzt nochmal. Oder Psychokinese geht auch natürlich. Ist noch stärker. Und reicht aus, um uns... Nein, es reicht nicht aus. Ha. Man muss es mal sehen. Wir werden einfach nur von jedem Pokémon hier richtig weggebasht. Es reicht einfach fast jede Attacke aus, um uns zu besiegen. Das ist voll schlimm. Ja, haha. Volltreffer. Glück gehabt. Und jetzt kommt sein Counter wahrscheinlich. Ich wette, dass jetzt sein Counter kommt. Sein stärkstes Pokémon. Ach, Meditalis. Da haben wir natürlich eine Attacke gegen. Und zwar... Mist, Alpladi ist tot. Scheiße. Nein, Alpladi ist tot. Nein. Meditalis ist auf Level 60. Das ist nicht sein stärkstes. Wir haben sein stärkstes schon weggemacht. So, hinhalten muss ungespielt jetzt. Und zwar für... Man, zwar immer bei Status Heilmittel. Beleber auf Alpladi. Denn mit Flugattacken bekommt man das Ding weg. Und das ist gut. Donnerschlag. Gut. Ach so, Meditalis kann Donnerschlag, Feuerschlag und Eishieb wahrscheinlich. Und Genesung auch noch. Ich glaube, so ist es. Würde ich jetzt mal wetten. Aber Alpladi macht das trotzdem fertig, glaube ich. Mit Fliegen. Bitte fliege hoch in den Himmel. Fliegen! Nein! Ach, eine Kampfattacke, ne? Ach, dumm. Nein, ist ja... Oh, scheiße, es wird trotzdem umkommen wegen Kampf normal... Flug normal. Ach, gut überlebt, weil... Ach ja, Alpladi ist ja normal Flug, deswegen ist es normal effektiv. Nicht so schön. Ha, bitte mach viel Schaden. Ganz viel Schaden, bitte. Denn ich will hier möglichst schnell durchkommen. Okay, was heißt schnell? Das dauert lange. Ja, Schaden, das ist gut. Sehr schön, gefällt mir. Nochmal kann es das auf jeden Fall nicht. Nee, es kann sie nochmal, schade. Einen Hypertrank haben wir noch. Wir haben keine Tränke mehr, scheiße. Wir müssen immer noch Top-Genesung jetzt einsetzen, bei jedem Mal.
Aber okay, dann haben wir halt einfach eine Top-Genesung immer. Muss ja auch nicht immer Hypertrank sein. Außerdem haben wir, wie viele Hypertränke haben wir mitgenommen? Wir haben, glaube ich, 10 Tränke mitgenommen und, ne, ist ja nicht so schlimm. Denn wir haben noch 20 Top-Genesungen. Ha. Oder 15 haben wir, ne? Genau, 15. Fliegen. Nein, scheiße, ich hab's gewusst, er kann Eishieb und Feuerschlag und Donnerschlag und... Ah, Mann. Ich hab es gewusst. Und Ableithieb kann's auch noch. Also es kann nur physisch angreifen. Nicht speziell. Eine Schwäche, ne? Ha. Bam. Es muss einfach sterben. Aber es überlebt leider immer, das ist das Problem. Ach, ich bin ja auch behindert, oder? Ja, ich bin total dumm. Ich bin so dumm. Ein Blali kann ja noch Ruheort einsetzen. Och, Mann. Und ich verschwende laufend Hypertränke und alles. Oh, Mann. Ist ja doof jetzt. Alle Pokémon sind einfach tot. Scheiße. Wir müssen jetzt mit Elotrix hier alle Pokémon nochmal heilen. Oder Elotrix schafft es. Nee, schafft es auf keinen Fall. Vergiss es. Das schafft Elotrix nicht. Ah, genau. Top-Genesung haben wir noch hier und Beleber. Ei, Blali, beleb dich bitte wieder selber. Oh, Feuerschlag ist das dumm irgendwie. Überlebe es bitte. Ja, überlebt, geil. Jetzt können wir nochmal heilen. Ha, das war gut. Gut, Elotrix, du hast uns gut in Schach gehalten. Ach, wir müssen jetzt die Top-Genesung einsetzen, ne? Och nö, wie sinnlos. Na gut, muss jetzt sein. So. Und es ist tot. Aber da bekommt ein Blali nicht so viel KP vor. Da kommt Meditalis. Kriegt nicht so viel KP dafür, denn wir haben ja da kaum noch welche gehabt, deswegen ist es eigentlich egal. Und jetzt bitte unsere letzte Hoffnung einfach. Unsere letzte Hoffnung. Ei, Blali. Jetzt bitte mit Fliegen oder einer anderen Attacke, mach es bitte irgendwie, ja, Rückkehr, komm. Ah, dumme Attacke, Ableithieb. Scheiße. Ja, es bekommt mega viele KP zurück. Ja, scheiße, das werden wir nicht schaffen. Nein. Und es war so knapp und wir haben es nicht geschafft. Es war so knapp. Nochmal, Risiko. Ja, ich bin auf Risiko gegangen, wir haben es geschafft. Boah, gefährlich, gefährlich hier. Aber wir haben es geschafft. Boah. Ach du Kacke, das war jetzt nicht so schön. Glückwunsch, du hast die Top 4 geschlagen. Das heißt aber nicht, dass du mit der Pokéliga fertig bist. Da gibt es noch den Champ. Sei gewarnt, unser Champ ist viel stärker als die Top 4. Na dann, geh durch diese Tür, um den letzten Kampf zu bestreiten. Oh Mann. Ach du Kacke, wir müssen erstmal heilen. Beleber. Oh, alle müssen belebt werden. Ach du Scheiße. Wir müssen jedes Pokémon beleben erstmal. Noch eins. Und jetzt werden wir auch Lizardmann brauchen. Denn er wird uns helfen bei den Kämpfen. Und Top-Genesung muss auch mal eingesetzt werden. 4-mal sogar. Top-Genesung. Jetzt kommt der härteste Kampf überhaupt. Der heftigste aller Kämpfe. Wird nicht gerade schön auf jeden Fall. 3 Sekunden. Tja, wird auf jeden Fall heftig. Und dann wird auf jeden Fall die Aufnahme gleich beendet werden. Ich weiß, es ist komisch heute, aber tja. Der Champ steht bevor und ich glaube, das ist der perfekte Cliffhanger. Nun ja, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, ich weiß, aber ich werde erstmal speichern gehen und dann schon mal das Pokémon für den Kampf auswählen, was wir nehmen werden. Ich glaube, wir nehmen wir ungespielt. Ja, das passt, oder? Ja, das passt. Gut. Puh. Boah. Also Leute, das war wirklich schon heftig heute. Und erstmal speichern. Nee, mach ich gleich. Na, ja, das war's mit der Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Ich bin sehr geschockt. Und der Champ wird nächstes Mal besiegt. Deswegen bereitet euch drauf vor. Wie auch immer, haut rein und bleibt fresh.